Matthias Auer ist in der Haus aus Las Vegas von der WSOP. Wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's top. War das ja ein sehr cooler Trip bis dato. Generell die Erfahrung, einfach mit den Jungs hier zu sein. Die Turniere sind allgemein sehr, sehr gut gelaufen. Also ja, man kann sich nicht beschweren. Du bist ja jetzt auch schon, ich glaube, 10, 12 Tage schon oder sogar noch länger da, ne? Du bist ja seit Anfang Oktober schon da, oder? Genau, also unser Trip hat so angefangen, das hat dir Mario vielleicht eh auch schon erzählt. Wir sind, glaube ich, am 16. September aus Wien losgeflogen nach Zypern, weil du ja eben 2 Wochen außerhalb vom Schengen-Raum sein musst, damit du nach den USA einreisen kannst. Und ja, dann sind wir nach Zypern geflogen für 11 Tage, war richtig, richtig schön dort, also eine Mischung aus einfach Branden und Urlaub. Das Hotel direkt am Strand, also ja, einfach Weltklasse gewesen. Jeden Tag schön essen gewesen, alles all inclusive, also ja, einfach Weltklasse. Und dann nach 11 Tagen sind wir für 3 Tage nach Istanbul und von dort haben wir dann den Flug genommen nach Chicago, von Chicago nach Vegas. Und jetzt sind wir eben seit 30. September hier. Das sind, glaube ich, 3 Wochen, ja? Ja, das sind wieder 3 Wochen. Ist schon ein bisschen, ja. Ne? Bist ja schon fast einen Monat da gefühlt. Ja, also. Genau, über 3 Wochen, der Typ jetzt dauert schon über einen Monat, aber man muss sagen, die Zeit vergeht halt sehr, sehr schnell. Also gefühlt sind wir halt vor einer Woche hier angekommen, vor 2 Wochen von Wien weggeflogen. Also ja, die Zeit vergeht sehr, sehr, sehr schnell. Ja, wo du es gerade ansprichst, Zeit geht sehr, sehr schnell vorbei. Du bist ja erst 22 Jahre jung, ne? Ich bin erst 22, ja, ich werde dann im Dezember, werde ich 23. Wahnsinn, Wahnsinn, ey. Noch junger Spund. Aber fühlst du dich denn noch als Newcomer im Poker oder wie siehst du dich jetzt? Bist du schon so ein Alteingesessener gefühlt? Ja, das bin ich auf jeden Fall noch nicht. Aber ja, ich spiele jetzt seit, sag ich mal, spätestens seit dem Grindhouse, also jetzt seit ein bisschen über einem Jahr professionell. Also ja, wenn man bis über ein Jahr professionell spielt, dann ist man noch kein Alteingesessener, aber ich spiele ja schon länger online, also seit ich 18 bin. Ja. Auch schon vor, sag ich mal, Poker spielen tue ich wahrscheinlich seit ich 13, 14 bin, auf diesen ganzen Gratis-Apps und so. Da haben wir angefangen. Das waren so die Anfänge und dann eben seit ich 18 bin online. Und ja, jetzt seit ein bisschen über einem Jahr sind wir professionell. Wie fing es bei dir an? Wie bist du auf Poker gekommen? Also, was war so der Anstoß, dass du das Spiel entdeckt hast für dich? Also, bei mir war es ehrlich gesagt so, ich habe damals, auf noch DSF hat das geheißen, was jetzt Sport 1 ist. Ja, DSF Beste. Aber ich habe DSF immer erst nach 23 Uhr geguckt. Also das muss ich anfangen. Also da bin ich halt Spaß. Da bin ich so als 8-, 9-Jähriger vor dem Fernseher gesessen, haben mir DSF eingezogen, hat es denen die Poker-Coverage gegeben. Und dachte mir, ey, das ist ja geil, wir spielen mit ganz viel Geld, spielen Karten. Also mich hat irgendwie so von Anfang an fasziniert. Also so im Poker reingespielt bin ich schon wirklich mit 9 bis 10 Jahren. Dann hatten wir irgendwann, wie ich 11, 12 war, mein Papa einen Pokerkoffer, einen eigenen gekauft. Und ja, dann hat man einfach gespielt hier und da mal mit Klassenkameraden, mal auf irgendwelchen Gratis-Apps online. Und ja, das waren so meine Anfänge. Also ich bin schon, würde ich sagen, vom Poker begeistert von sehr, sehr viel. Also, so. Ja, das heißt, du hast ja die ganzen großen Namen gesehen, die Danny Negreanus und Phil Hellmuth und Tom Dwan und all die Leute und den läufst du wahrscheinlich gerade aktuell auch über den Weg. Wie ist das für dich jetzt nach, ja, quasi, wenn du zurückblickst, DSF damals auf dem Fernsehen gesehen, im Fernsehen gesehen und heute, erlebst du das alles live? Fühlst du das richtig oder ist das für dich jetzt eher so, ja, okay? Es ist schon auf jeden Fall so, dass es ich mir oft so denke, wow, also da waren jetzt, also vor allem generell so, muss nicht mehr diese Goats sein von ganz früher, sondern einfach so Leute, die man so verfolgt hat, noch vor 3, 4 Jahren, wo man sich gedacht hat, so ja, so in dem Spot wäre ich jetzt auch gerne, so wie die wäre ich jetzt auch gerne. Und dann 2, 3 Jahre später läuft man mit denen über den Weg, sitzt mit denen am Tisch, ist mit denen auf Augenhöhe. Das ist schon sehr cool. Also das ist mir schon bewusst geworden jetzt ein paar Mal und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Also, ja, über meine Entwicklung als Pokerspieler. Das, ja, bin ich schon sehr happy drüber. Musstest? Warst du jetzt in den 3 Wochen oder auch schon vor diesen 3 Wochen mit einem der Big Names am Tisch und hast du da irgendeine spannende Hand, die du erlebt hast, vielleicht? Also, ich überlege gerade, dass ich mit
Also wir hatten also mit so mit der ganz alten Goals, mit so einem Guano, Ivy und so weiter, noch nicht am Tisch so. Aber ich war schon mit ein paar bekannten Namen am Tisch. Schieß mich tot. Wir waren das. Auf jeden Fall war ich schon mit einigen guten Spielern, also auch mit einigen High-Stakes Regulars am Tisch hätte gespielt. Und ja, also ist jetzt, und das Nice ist ja auch am Anfang ist es so, dass du dir halt denkst, wow, okay, jetzt spiele ich hier gegen einen Live-Stakes-Rack, habe ich noch vor kurzer Zeit bewundert so, hoffentlich spielt mich der jetzt hier nicht her. Aber das ist zum Glück auf gar keinen Fall so. Also ich fühle mich auch confident, einfach gegen diese guten Spieler zu spielen. Und das ist auch ein gutes Zeichen, sag ich mal. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Du fühlst dich confident. Ich sag jetzt mal, du als junger Pokerspieler gegen die, ja, vielleicht die alteingesessenen Spieler, die da ja auch in Vegas gerade rumrennen. Fühlst du dich als Spieler jetzt stärker als quasi die Spieler, die jetzt vielleicht noch das alte Spiel, die alten Skills sozusagen auspacken? Oder merkst du da, dass die sich da dran gut anpassen? Ja, wie fühlt sich das so an? Also ich war mal mit wie gesagt, mit so einem ganz Oldtime, also mit diesen ganzen Goats von 2000 bin ich noch nicht am Tisch gesessen. Aber ich sage mal, so ein Daniel Nicolam zum Beispiel, der sich auch, der ist einer von den wahrscheinlich sogar wenigen, der sich auch selber weiterentwickelt hat als Pokerspieler, der ist jetzt, sag ich mal, quasi auf dem neuesten Stand, ist wahrscheinlich noch immer nicht so ganz Top-Top-Tier momentan, aber auf jeden Fall sehr, sehr solid, noch immer sehr gut. Also der sich weiterentwickelt, der ist, sag ich mal, ja, auf Augenhöhe mit den anderen Leuten und sonst mit diesen anderen, sag ich mal, jüngeren, guten Racks, die so um die 30 sind. Ja, also dann fühle ich mich, sag ich mal, wird sich, dass ich gleich gut bin wie die, bin ich noch sicher nicht, aber ich fühle mich trotzdem confident gegen die Poker zu spielen, sag ich mal so. Ja, ich meine, die Sprache spricht ja, also beziehungsweise die Zahlen sprechen eine eigene Sprache für dich. Also sprich, du hast ja jetzt in 7 Monaten 500.000 ungefähr an Earnings oder Winnings dann schon geschafft. Das ist in der kurzen Zeit ein Wahnsinnsergebnis. Und aber gehen wir mal ganz zurück. Fangen wir vorher an. Also sprich, bevor du im März oder Februar dann das erste Mal nach Las Vegas geflogen bist, hattest du mir, glaube ich, das auch so ein bisschen mal erzählt, dass wir uns, als wir in der Sauna zusammen saßen. Ja, ich weiß nicht, was im Streamhaus. Genau, da im Streamhaus, da hatten wir so ein bisschen auch so ein bisschen gequatscht über die quasi deine Entwicklung und so. Und du hattest da auch so ein bisschen anklingen lassen, dass es eine Zeit lang ja schwieriger war, bevor es dann losging mit den großen Ergebnissen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir gehen mal zurück, Grindhouse fing an oder wir gehen noch mehr zurück. Du hast erstmal natürlich die Jungs alle kennengelernt. Wie hast du dich in der Zeit entwickelt und welche Up and Downs hattest du bis zu dem gesagten Trip in Las Vegas im März? Also angefangen hat es mal so, dass ich, wie ich dann so 18 war, bei uns ist halt so in Österreich, dass du halt schon Bundesheer musst, das ist halt in Deutschland die Bundeswehr. Da war ich ein halbes Jahr und das hat es halt so angefangen, dass ich halt dann ins Local Casino gegangen bin in Wien. Ein bisschen gespielt habe mit ein, zwei Freunden dort. Und dann irgendwann ist halt zu meiner, ich bin doch auf einem Tisch auf Seed 9 gesessen. Auf Seed 1 war halt so ein, auch so ein junger Spieler. Haben ein paar Pötter gegen einen gespielt und dann in der Pause sind wir ins Quatschen gekommen. Das war dann Gaugi. der war mit Memmi dort. Und da ist quasi so die Freundschaft zu Gaugi und Memmi entstanden. Dann trifft man sich öfter, spielt mal Home Games miteinander, grindet mal online miteinander. Dann lernst du halt nach ein paar Monaten, sag ich mal, einen Fabsen B kennen, dann lernst du einen Mario kennen. Also ja, so war das. Und dann irgendwann, also wenn wir jetzt vorspulen, bis wir so zu Grindhouse beginnen, die Jungs haben ja schon länger gekannt, also zum Beispiel schon dann 2-3 Jahre mindestens befreundet. Und ja, das, dann waren wir im Anfang 2020, ich glaube im März oder April war das, in so einem Landhaus mit Fedor, eben die ganzen Jungs, dann war noch Klaas Segebrecht dabei. Sigwon. Und ja, das war eine richtig coole Zeit. Da haben wir ein bisschen online gegrindet, haben halt einfach Spiele gespielt, unter Tag Fußball im Garten, so Sachen wie Werwolf gespielt. Also war richtig lustig. Und als halt, glaube ich, dann so die Idee entstanden vom Grindhouse. Da war der Pokercode Johannes noch dabei. Und genau, da ist eben die Idee entstanden von einem Grindhouse. Lass es doch machen. Und in relativ kurzer Zeit waren wir dann eben so Häuser scouten, dies, das. Und ja, dann war schon das Grindhouse. Ja, war eine richtig coole Experience.
nach dem Grindhouse war es dann so, dass ich halt, sage ich mal, das Grindhouse war zu Ende im September und bis Jänner, also schon so vier, fünf Monate lang, hatte ich da so eine Durststrecke, wo halt zumindest monetär nichts dabei rausgesprungen ist, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich mich schon immer Stück für Stück verbessert habe, immer besser geworden bin. Nur halt eben finanziell ist nichts dabei ausgesprungen und dann hatte ich mal so einen kleinen Bankroll-Boost Anfang des Jahres, Anfang 2021, wo ich mal Zweiter geworden bin am Sonntag in einem 125er-Special auf GG. Und ja, das war so ein kleiner Boost und dann waren wir eben Anfang des Jahres, war dann eben Mario mit seiner Freundin, mit der Amanda, in Costa Rica auf Urlaub und hat uns einfach mal angerufen, alle Jungs, und hat gesagt, hey Jungs, wie sieht's denn aus, wollt einfach so auf Urlaub, bisschen Grindhouse-mäßig nach Costa Rica kommen. Habe ich relativ schnell gesagt, ja, warum nicht? Da war gerade so Corona-Lockdown in Wien. Ja, warum nicht? Also ein ganzes Ausbrechen, den Kopf abschalten einfach. Und ja, dann waren wir dort, haben eine richtig coole Zeit gehabt. Also hatten wir so Apartments hatten wir quasi. Die waren fast direkt am Strand. In der Früh sind wir immer schön essen gegangen, den ganzen Tag am Strand gechillt, ins Meer gehüpft, wenn wir Bock hatten. Also ja, war eine richtig, richtig coole Zeit. Und dann während dieser zweieinhalb Wochen, die wir eben dort waren, ist dann Mario mit der Idee gekommen, hey Jungs, in Vegas machen die Casinos wieder auf, gibt ein paar coole Serien, wollen wir nicht spontan hinfliegen. Und ja, dann haben wir uns eben so entschieden, sind hingeflogen und quasi am letzten Tag des Trips habe ich dann eben, Heads-Up gejobbt in dreieinhalb Kawin für ca. 340.000 waren es, glaube ich. Und ja, das war halt so ein schöner Bankroll-Boost, sag ich mal, damals. Man darf natürlich nicht vergessen, damals war die Bankroll natürlich noch deutlich kleiner, deswegen hat man auch nur einen kleineren Anteil an dem Turnieren. Ja. Also man braucht nicht glauben, dass ich jetzt hier für mich selber 300.000 gewonnen habe, sondern ich hatte halt nur, ich hatte halt quasi vereinfacht gesagt, mit den Jungs verswappt alles. Also kann man sich vorstellen, dass ich wahrscheinlich circa ein Fünftel nur vom Gewinn hatte, was aber dennoch sehr viel Geld ist oder damals zu dem Zeitpunkt war. Und ja, so war das damals. Und ja, dann waren wir eben auch in Los Angeles, in der Dominikanischen Republik danach, ein paar Tage auf Urlaub. Und ja, jetzt sind wir hier in Vegas. Hat auch, also zuerst, wie gesagt, in Zypern, da hat Fabi einen fünften Platz gehabt im Main Event, in die 160.000. Und ja, jetzt habe ich halt vor, glaube ich, zwei Wochen, jetzt fast schon her, eineinhalb Wochen, in ein Quine-Cabin den Sieg geholt. Das war ganz gut, die 180.000. Genau, die Venetian Deep Stacks Championship. Jetzt hast du schon so viele Infos zu deinen Scores reingepackt. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht alles. Gar kein Thema, gar kein Thema. Ich meine, ist ja Wahnsinn, was so in der kurzen, ist ja auch letztendlich ja eine recht kurze Zeit, was da, was du da alles geschippt hast und gewonnen hast. Gehen wir nochmal zurück auf, also Grindhouse Experience war so ja für dich dann letztendlich der Anstoß, der Gedanke, das auch vielleicht professionell zu machen. Wie waren die Pläne denn ursprünglich? Heißt das, was hättest du gemacht, wenn es nicht in die Pokerprofession gegangen wäre? Also den Gedanken, professionell Poker zu spielen, hatte ich auch schon weit vorm Grindhouse. Nur war man da, also hatte man damals weder die Bankroll noch jetzt den Skill, um das dann wirklich professionell zu machen. Ja. Und wie gesagt, auch schon vorm Grindhouse hat man dann halt so kind of gestudied, sage ich mal, auch so mit den Jungs Scout und Emmy, aber halt so sehr, ne, spontan, sage ich mal, sporadisch. Und dann im Grindhouse war es dann eben so, dass wir halt den ganzen, halt einfach mehr Zeit in das Ganze reingesteckt haben, sowohl, ich meine, gegrindet haben wir schon davor viel, aber halt nochmal einfach mehr gestudied, sich dem Ganzen gewidmet, mehr tiefer in die Materie eingetaucht. Und ja, das war dann so schon auf jeden Fall der Startschuss, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte das einfach professionell machen. Ich weiß und ich merke, ich werde immer besser. Und ja, also Grindhouse war dann auf jeden Fall so der Startschuss, die sagen, okay, jetzt muss ich es auf jeden Fall professionell machen. Ja. Und wie sah deine Vorbereitung dann für Vegas aus? Oder ja, wie kann ich mir vorstellen, Martinho, der sich auf seinen, ja, wie läuft das so ab? Was machst du für dein Pokerspiel? Was machst du generell für dein Mindset, für Körper, Geist, alles, was wichtig ist für so ein, für so eine Profikarriere? Also allgemein ist es einfach so, dass ich, also wenn ich starte, sieht es halt meistens so aus, dass ich einfach sehr, sehr viel Hände von mir selber durchgehe. Und wie du selber wissen wirst, hat man von jedem Grind, den man hat, sage ich mal, mindestens 20, also wenn man wirklich Attention paid und sehr
Teilversessen ist, dann findest du pro Grind wahrscheinlich so Minimum mal 30 Hände, wo du eine Frage dazu hast. Und wenn du halt dann von diesen 30 Händen die meisten halt wirklich durchgehst und dann solvest quasi, schaust, was ist richtig, dann und das halt, sag ich mal, jede Woche machst, dann am Grind, am Sunday Grind zum Beispiel, alle Hände der Woche durchgehst, dann saugst du schon viel auf und dann lernst du einfach Prinzipien anzuwenden, wie funktioniert was, wie verhalten sich manche Situationen. Und ja, da saugst du dann, glaube ich, sehr viel auf, lernst dazu und kannst es dann eben in-game anwenden. Jetzt aufs Live-Poker bezogen, sage ich mal, ist nicht viel Study, also es war jetzt nicht wirklich jetzt eine spezielle Vorbereitung aufs Live-Poker. Also ich hatte schon auch viel Experience mit Live-Poker-Spielen, spiele sehr gerne live. Ja, also das ist dann hier im Vegas, ist dann mainly einfach ja, das, was man kann und weiß, runtergrinden schön, jeden Tag schön die Turniere zocken. Ja, so ist das circa hier. Wo du gerade ansprichst, live und online, ja, wo siehst du für dich jetzt auch in Zukunft den Hauptanteil, live oder online und warum? Es ist auf jeden Fall beides profitabel, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass online deutlich tougher ist als live. Weil ich sage mal, der 50-jährige Jeff aus Nevada, der hat wahrscheinlich nicht so, ich meine, abgesehen davon, dass er nicht die Möglichkeit dazu hat, aber der hat eher Lust, sich jetzt ins Casino zu begeben, live zu spielen, als jetzt online zu grinden. Deswegen hast du halt online sehr, sehr viele junge Spieler, die at least decent sind. Und live hast du halt auch immer sehr, sehr viele Fun-Player, sehr, sehr viele Recreationals dabei. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass mehr Geld im Live-Poker liegt. Aber ja, online bleibt nichtsdestotrotz profitabel, aber die Edges sind natürlich kleiner. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, online wird immer tougher, dadurch, dass du halt auch immer mehr Tools hast, die du anwenden kannst, immer mehr Ranges und so weiter und so fort. Also allein die Möglichkeit, die es da gibt, sind halt unendlich. Oder nicht unendlich, aber halt brutal viel mehr geworden als in den letzten, weiß ich, vor 10 Jahren oder so. Ich habe vollkommen recht. Wie, die Problematik Cheating im Online-Poker, inwiefern glaubst du, kann das zu größeren Problemen führen, auch in Zukunft? Glaubst du, dass das am Ende vielleicht auch so eine Art Tod für Racks sein könnte, die davon leben? Ich kann es mir vorstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also was auf jeden Fall der Fall war, ist, dass es vielleicht mal so Bot-ähnliche Accounts gegeben hat, egal ob es auf Stars oder wo es eben war. Gute Frage, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall aus den genannten Gründen wird dann auch langfristig, glaube ich, Live-Poker immer decent und sehr stark profitabel bleiben, weil eben beim Live-Poker kannst du halt keinen Solver oder keine Real-Time-Assistance zur Hilfe ziehen, sondern da musst du dann das machen, was dir dein Kopf sagt, was du weißt. Und ja, noch aus dem Grund glaube ich einfach, dass Live-Poker profitabler bleiben wird. Ja, das glaube ich. Ja, ich sehe halt auch da auf jeden Fall viel Arbeit für die Seiten auch, dass man da halt immer aufpasst, dass das nicht überhand nimmt. Auf jeden Fall, aber ich glaube zum Beispiel GG, ich glaube auch Stars, ich glaube, die haben jetzt dann schon angefangen, glaube ich, dagegen zumindest Schritte zu unternehmen. Komplett eliminieren wirst du es nie können. Aber ja, also ich hatte zum Beispiel des Öfteren jetzt auf GG die letzten Monate so eben Nachrichten, wo dann eben stand, ja, du hast jetzt, $30 oder $50 gecredited bekommen, weil wir jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Account draufgekommen sind, dass der irgendeine Real-Time Assistance benutzt hat, zum Beispiel. Also ich glaube, da tun da zumindest schon was dagegen, zumindest GG, da habe ich es jetzt einfach selber auch gemerkt. Ja, wie gesagt, ganz ausschalten müsste es nicht können, aber es geht gerade schon in die richtige Richtung, ja. Ich glaube, du hast es schon angeschnitten, aber als du jetzt aus Vegas im März zurückgekommen bist, hast du quasi direkt fortgesetzt und hast einen Scoop-Titel bekommen oder gewonnen. In einem 215 Turbo war es, glaube ich. War der erste, ne? Hast du geschippt. 51k. Das heißt, das war ja schon mal eine Bings, wo du wahrscheinlich einen großen Anteil für deine Bankroll dann nutzen konntest, um dich quasi für die WSOP zu stärken. Wie sieht das jetzt aus? Hast du bei den Turnieren, wenn du darüber sprechen möchtest, den größten Anteil oder macht ihr so, wie läuft es da für dich ab mit dem Swappen, mit dem Staken und so weiter und so fort?
Also ich fange mal dabei an, wo wir halt eben aus Vegas das erste Mal zurückgekommen sind. Da habe ich dann recht schnell einen Scoop-Titel gewonnen. Das waren $215 Buy-in. War ganz lustig, weil ich wollte mich eigentlich so irgendwie erfinden. Also ich habe gar nicht gewusst am Anfang, dass es ein Turbo-Event ist. Und dann so bei Final, ich hatte Geil. halt so mehrere Tables offen und dann Also, eben das das. ist quasi auch ein echtes Scoop, ist nicht irgend so ein Side-Event-Ding oder Ja, so. genau. Ja. Also ich habe schon gewusst, dass es ein Scoop-Event ist, aber ich wusste nicht, dass es ein Turbo ist. Und dann so bei, ich hatte halt so mehrere Tische offen und dann bei so Final 4 Tables, Final 3, 4 Tables, merke ich dann so, Alter, also die Struktur ist ja schon recht schnell und alles hier sehr short, sehr shallow. Und dann war halt irgendwie so bei Final 4 Tables der Average so maximal 20 pp oder so, glaube ich. Ah, okay. Das Und heißt, ja, ja. dann, da brauchst du dann, also ist noch immer sehr viel Glück, sehr viel Varianz im Spiel, wenn du halt so short bist. Und ja, ich hatte dann das Glück, dass ich halt Flips gewonnen habe, Ass König gegen Ass 10, solche Hände einfach gewonnen habe. Ja. Und dann bei 3 Left zum Beispiel habe ich einmal Queen ten Suited gegen Jacks gewonnen, das weiß ich noch. Ja, dieses Glück brauchst du halt einfach, um auch diese Turniere dann zu gewinnen. Also diesen Run brauchst du halt. Und Ja. genau, das habe ich dann nämlich gewonnen. Für ein bisschen über 50.000 waren das, glaube ich. Ich hatte nicht alles an mir selber, aber mehr als die Hälfte, was ganz cool war. Ich hatte dann auch jetzt vor 2, 3 Monaten einen coolen Sieg im 300er Marathon auf GG. Aber was ich auch dazu sagen muss, ich hatte halt zwischendurch immer sehr so große Swings, sage ich mal, was die Bankroll angeht. Also ich hatte, also nur weil ich jetzt, sage ich mal, schieß mich dort, sehr große Scores hatte für insgesamt, sage ich mal, 80-90k, heißt das nicht, dass ich 80-90k ab war. Also ich war vielleicht nur, Ja. also ich sag's dir ehrlich, für online war ich wahrscheinlich nicht vielleicht nur minimal ab, ein paar Tausender maximal. Also ich hatte sehr, sehr viele Swings und auch jetzt vor Vegas habe ich dann so, ich sag mal, wann war das, so Ende Juli, so ein Bankroll-mäßig All-Time-High erreicht, was ganz cool war. Und danach ist es halt dann so sofort wieder runtergegangen, habe wenig gegrindet eigentlich während dem Sommer, halt so ganz viel Fußball-EM geguckt und diese ganzen Sachen, bin ich draußen gewesen. Also ich hab wirklich nur so einmal, maximal zweimal die Woche gegrindet und habe einfach jeden Grind auf die Fresse bekommen und dann geht es halt auch recht schnell wieder runter. Ja. Und ja, da habe ich dann so jetzt vor dem Live-Trip, den wir jetzt hatten, so einen kleineren oder größeren Downswing gehabt. Und ja, jetzt ist es halt wieder ein bisschen berghoch gegangen. Also ja, aber was ich nur sagen wollte, ist, man darf nicht vergessen, dass wenn man jetzt sieht, dass jemand einen Gewinn hat, oder einen Ding, einen Chip, braucht man nicht glauben, dass es quasi jetzt nur das jetzt quasi der reine Profit ist, den derjenige hat. Und aufs Live-Poker angesprochen, machen wir es so, ich habe per se schon alles an der Action. Aber halt mit den Jungs versorgt. Also wir haben hier so ein System, wir sind jetzt zu sechs hier. Mario und Roli spielen halt quasi, soweit ich weiß, einfach die Sorten untereinander zur Zeit. Und dann gibt es halt eben Leo, Fabi, den Sammy und mich. Und da sorten wir eben Ja. kleinere Pieces. Deswegen ja, also vom Venetian Ship habe ich ein bisschen weniger als die Hälfte, kann ich dir sagen, zum Beispiel. Ah, okay, das ist ja aber letzten Endes ja auch, also der Vorteil, nochmal für die, die jetzt gerade auch zusehen, und das vielleicht nicht so wissen, der Vorteil durch Swappen ist ja letzten Endes so eine Risikominimierung am Ende auch, weil am Ende, wenn einer ein Bing hat, profitieren alle davon. Und wenn man halt jetzt, sag ich mal, super bad läuft in der Zeit in Vegas, heißt das noch lange nicht, dass es insgesamt mit einem Minus nach Hause geht, weil wahrscheinlich dann vielleicht der eine oder andere einen großen Score geholt hat und dass das für dich dann oder für jemand anders von eurer Gruppe dann wieder ins Plus oder zumindest ins Break-Even reißen könnte. So ist es, hast du vollkommen recht. Also das Prinzip dahinter ist einfach, wie du schon gesagt hast, du hast dann, wenn du ein profitabler Pokerspieler bist, hast du einen gewissen Erwartungswert, einen gewissen EV, einen gewissen Return on Investment. Und wenn du halt dann eben mit Leuten swapst, also Anteile tauscht, quasi auf Deutsch gesagt, dann minimierst du einfach einen ähnlichen Skill-Level haben wie du. Dann minimierst du einfach die Varianz, also quasi den Glücksfaktor, und auch dein Erwartungswert bleibt quasi der gleiche. Und das ist halt der Vorteil daran, und wie du selber sagst, wenn man selber was gewinnt, ist es auch einfach cool, weil du weißt, okay, ich habe jetzt auch meinen Freunden einiges an Geld reingespielt, und umgekehrt. Wenn einer Freund jetzt, sag ich mal, einen Deep Run hat, dann freust du dich nochmal umso mehr, weil du weißt, okay, du hast auch ein kleines Piece an der Action. Deswegen, ja, ist es eigentlich eine Win-Win-Situation und du minimierst die Varianz dadurch. Aber woran misst du den Skill, mit dem du swapst? Also sprich, wie genau ist das eher so eine Art, okay, durch Study oder durch was auch immer merkst du, okay, der hat das Verständnis so wie ich oder guckt ihr da auf die nackten Zahlen
was auch immer. Quasi so, Also wie du es gerade gesagt hast. Also du merkst natürlich, wenn du die Leute schon länger kennst, wenn du jetzt schon ein paar Jahre kennst, ich kenne einen Fabi länger, ich kenne auch irgendeinen Gaudi, einen Nemi länger. Wir diskutieren sehr, sehr viel, sehr, sehr oft über Pokerhände und da merke ich dann schon, okay, wie gut ist wer, also welche Logics hat derjenige in seinem Denken, also was hat er für ein theoretisches Wissen und da merkst du dann schon in etwa, okay, bist du auf dem gleichen oder ähnlichen Skill-Level oder nicht. Man kann es genauso umgekehrt auch sagen, also wenn du mit Leuten redest, merkst du dann, okay, mit dem bin ich nicht auf dem gleichen Skill-Level, der ist wahrscheinlich etwas besser oder etwas schlechter wie ich, aber eben bei Leo, bei Fabi, bei Sam ist es halt so, dass wir in etwa den gleichen Skill-Level haben, der eine ist vielleicht da ein bisschen besser, der andere dort. Aber ja, wie gesagt, das Skill-Level wird in etwa der gleiche sein und deswegen macht es dann einfach sehr viel Sinn, also zu swappen und eben das Risiko zu minimieren. Es ist auch ein recht schwerer Maßstab beim Poker, finde ich, jemanden quasi eine Zahl als Skill auf die Stirn zu tätowieren, wie auch immer, dass man halt so genau sagen kann, so wie beim, vielleicht geht das bei anderen Sportarten viel, viel besser, um da jemanden genau einzuschätzen, wie stark jemand ist, weil da wird ja immer drüber diskutiert. Phil Hellmuth hat jetzt 16. Sprayset, aber der ist ja total, der kann ja nicht pokern, sagen dann wieder alle, und der kann ja nichts und der hat nur Glück und bla. Aber am Ende hat er 16 Bracelets und ja. Deswegen glaube ich, ist schwierig, sich anzumaßen, jemanden genau einen gewissen Skill zuzusagen, sondern ich glaube, da gehört eine Menge, wie jetzt bei euch, eine Menge Gefühl dazu, dass man so ungefähr weiß, okay, der kann das schon ein bisschen, das logische Denken kriegt er hin und so weiter. Genau, also wie du selber sagst, im Poker ist dann noch immer sehr, sehr viel Varianz im Spiel, deswegen kannst du es halt nicht so wie im Sport sagen, jetzt sagen wir, der Sprinter läuft jetzt auf 100 Meter so viele Sekunden, da hast du halt einen Fakt, so quasi einen richtigen Maßstab und weißt du, okay, so gut ist der. Im Poker hast du halt eben die Varianz, die im Spiel ist, und aus dem Grund kannst du halt nie exakt sagen. Das Einzige, was du machen kannst, ist Sample sammeln, Turniere spielen. Und je mehr du spielst, desto näher wird es dann einfach an diesen Erwartungswert rankommen. Aber ja, im Poker ist es halt sehr schwer zu sagen, okay, ich habe jetzt genau so einen prozentuellen Return on Investment in dem Turnier. Also das ist halt ganz, ganz schwer zu sagen. Ja, ich glaube, live ist es natürlich so, dass du halt, das haben wir auch schon ein bisschen diskutiert mit den Jungs, hast du halt schon einen sehr, sehr hohen ROI, weil du einfach sehr viele Geschenke bekommst, dies, das. Aber ja, wie du selber sagst, ist es halt sehr schwer, das einzuschätzen. Und jetzt auch, wenn du viel Helme angesprochen hast, klar, er war vor allem, sag ich mal, in den 90ern, 2000er Jahren einer der Besten wahrscheinlich. Weil er ganz einfach gewusst hat, okay, er hat die richtigen Adjustments getroffen, er hat gewusst, okay, was wird so in etwa richtig sein und was machen die Leute halt falsch. Und auf das haust du dann schön drauf eben, was die Leute falsch machen. Und da hat er eben sein Geld gemacht. Mittlerweile ist da viel Hemmer, ich glaube, da sind sich alle guten Pokerspieler eigentlich weit weg von der Elite, sage ich mal, was das No-Limit Hold'em angeht. Aber er wird in anderen Poker-Varianten noch immer sehr, sehr decent sein. Und ja, aber was wir eben in solchen Sachen nicht vergessen haben, ist die Bracelets, der hat dann eben geholt, sag ich mal, vor Jahrzehnten fast schon. Und das Bracelet, das er jetzt gewonnen hat, klar, muss man den Hut vorziehen, müssen Respekt vorhaben. Aber es sind auch natürlich kleine Fälle, also das ist ein Unterschied, ob du jetzt ein Bracelet holst in einem, oder jetzt viele Bracelet holst in einem, sag ich mal, 5000-Mann-Feld, wo du mit Hold'em, oder ob du jetzt halt in einem Dealer's Choice ein Bracelet holst, wo 110 Leute mitspielen, so über die ich sage, ich weiß nicht, wie viele Runner da jetzt waren, wo es gewonnen hat, aber halt ein großer Unterschied. Ja, natürlich, absolut. Also das ist ja generell auch so eine Empfehlung für, zum Beispiel, die ich bekommen hatte, so gerade wenn es mal nicht so läuft, such kleine Felder aus, damit du halt auch wieder so ein bisschen Erfolgsgefühl bekommst und Mindset wieder besser wird, weil halt da einfach die Deep Runs auch wieder kommen, wenn man mal einfach gerade nur auf die Fresse bekommt. Wie ist das bei dir? Suchst du dir dann jetzt gerade bei der WSOP, also wie sieht dein Schedule aus? Inwiefern machst du das aus? Oder spielst du, sag ich mal, random, okay, ist ein WSOP-Event, den spiele ich jetzt, oder hast du da ein System hinter? Nicht wirklich, also wir zocken quasi alles, was nicht drei am Baum ist, bis, sag ich mal, bis 5K1. Mario und Rohi zocken auch die 25Ks. Und ja, Leo, Fabi, Sammy und ich, wir zocken halt, sag ich mal, die ganzen WSOP-Events und dann die ganzen Events, die was in Winische sind oder im Win-Casino, sind halt dann irgendwie so 1-2Ks. Und ja, die zocken halt einfach alle und haben in all diesen Turnieren eben diesen Swap, den ich halt angesprochen habe. Ja,
Das ist halt, also die Main Buy-in-Range, sage ich mal, die wir haben, ist halt von 1 bis 2K Reihen. Also da bewegt sich, also da ist sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles dazwischen. Was ist denn in den anderen Casinos los? Also wäre es nicht sogar sinnvoll, mal in, weiß ich nicht, in Caesars Palace, Bellagio oder sonst wo zu gehen, wo es irgendein Daily gibt? Oder ist das unterm Strich nicht so der... Bellagio weiß ich jetzt zwar nicht, aber ja, wie gesagt, also die Main-Turniere, die man eben zocken, sind eben in Rio, die WSOP. Und dann haben wir halt eben das Venetian und das Windsor, also unsere Side-Casinos, wo, wenn immer irgendeine geile Action ist, ja, wo man es eben reinschmeißen in Turniere. Also die, also Venetian sowohl, also wo jetzt zum Beispiel Fabi hatte da gestern ein Final Table, ist 8. geworden, das war halt ein 1,6er. Ja, obwohl, man will natürlich mehr. Ja, ja, genau, also wenn dann so ein FD ist und dann der Fabi als erster Bastard, das tut natürlich immer weh. Aber ja, man darf, ja, aber der ist ja erfolgsverwöhnt, der darf jetzt auch mal. Der Fabi weiß nicht, was Varianz ist. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, das war eben auch ein 1,6K mit der Mille garantiert, sprich mit 800 Gramm garantiert. Im Endeffekt waren halt, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber wahrscheinlich die Preisgeldgarantie wahrscheinlich das Doppelte geknackt worden, würde ich schätzen. Und ja, also solche Turniere, so 3-Day-Events mit mehreren Starttagen, die gibt es halt im Win und im Venetian auch sehr, sehr oft. Die spielen eben dann auch sehr, sehr gerne. Und im Win gibt es auch sehr coole Daily 1,1Ks. Das hat Roli gewonnen, jetzt vor ein paar Tagen, für 87K. Ja. Und ja, also das sind einfach Top-Turniere zu spielen und so sieht das bei uns zick aus. Also wir haben eben quasi Rio, die WSOP, dann das Venetian und das Win und dann gucken wir einfach, okay, was steht heute am Programm, was könnte am besten sein zu zocken und da schmeißen wir uns dann eben rein. Ja, läuft bei euch. Weiß ich ja, wo ich immer frühstücken komme. Auf jeden Fall. Ja, aber WSOP, sagst du, spielst du maximal 5K. Heißt das, du spielst nicht das Main Event? Doch. Doch, ja, doch. Also Main Event ist, ja, oder, ist ja die Ausnahme, sag ich mal. Ja. Main Event, auf jeden Fall. Also das Main Event ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich softer sein, wie die meisten 1,5K, 2,5K. So. Ja. Also Main Event ist halt eben so das Event, wo halt jeder Ami, jeder Recreational Ami halt dahin spart, sag ich mal, und sich auf das Event freut. Und da wird es halt sehr viele Leute geben, die noch nicht so gut sind. Und ja, das wird schon ein cooles Turnier. Da wird dann noch einiges, ein größerer Anteil der Bankroll investiert sein, sag ich mal, geil. Wenn du das Main Event gewinnen würdest, was würdest du mit dem Geld anstellen? Investieren wahrscheinlich einfach. Also, egal ob jetzt in Immobilien oder in ETFs oder was es immer gibt, ein bisschen in Krypto, einfach investieren. Also erstmal wäre ich sehr froh drüber über das Geld und über die Freiheit, die das Ganze mit sich bringt. Und ja, dann einfach mainly einfach weiterzocken, weiter grinden und Geld irgendwo investieren. Das wäre wahrscheinlich so mein Approach. Würde das, also ich habe jetzt zum Beispiel mal den Pius Heinz, nicht persönlich gesprochen, aber gesehen, vor wenigen Tagen mit dem Kumpel gesprochen und so, und dann hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass er ja dann doch wahrscheinlich mehr den Unternehmerweg gegangen ist danach und von diesem professionellen Pokerspiel so ein bisschen Abstand genommen hat, in Form von, dass er es halt rein hauptberuflich macht, also nur noch das, also nicht mehr nur noch das macht. Mhm. Wäre das für dich vorstellbar oder bist du jetzt in diesem, sag ich mal, hast du richtig die Maschinen an, was Poker angeht, heißt Vollgas weiter, selbst wenn da jetzt der große Bing kommen würde? Ich glaube, das kann man im Vorhinein sehr schwer sagen, wenn man eben nicht weiß, wie werde ich mich danach fühlen, habe ich noch immer diesen die Lust aufs Zocken, aufs Grinden oder verspüre ich vielleicht eine Antriebslosigkeit, brauche mal eine Break, etwas anderes reizt mich vielleicht, das kann man, glaube ich, im Vorhinein sehr schwer sagen. Ich genieße das Pokerspielen, mir macht das sehr viel Spaß, das tägliche Grinden auch hier in Vegas macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber ja, man kann das, glaube ich, im Voraus sehr schwer sagen, weil es sehr typenabhängig ist. Also der eine, für den einen ändert das nichts, für den anderen, der wird sich denken, ja, also ich brauche jetzt mal eine Break, verspüre eine Antriebslosigkeit. Kann man, glaube ich, im Vorhinein sehr, sehr schwer sagen. Ja. Aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Also klar, also wenn es irgendwas gibt, was einen reizt, das weiß man im Voraus eben nicht, dann safe. Also kann ich mir gut vorstellen, einen anderen Weg einzuschlagen, auf jeden Fall. Also gibt es ja auch Phasen, die einen vor paar Wochen mit, ich glaube, das war Max Altergott oder so. Jetzt warst du ganz kurz, warte mal, dich nicht gehört, weil ein Raid reinkam. Vielen Dank, Headmaster, für dein Raid mit 24 Leuten.
Jetzt, sorry, der letzte Satz, den musst du nochmal wiederholen. Alles gut. Nee, ich habe nur gesagt, ich habe vor ein paar Wochen auch so ein Interview gesehen. Ich glaube, es war Max Altergott oder so. Der war ja auch vor ein paar Jahren so ein High-Stakes-Regular. Und der hat dann auch, glaube ich, jetzt ein bisschen Abstand genommen vom Pokern und widmet sich anderen Sachen. Also, ja, kommt einfach voll drauf an, was einen gerade reizt. Dann braucht man Lust. Ja. Ja, also man sieht ja viele, die große Scores geholt haben und weiter in der Pokermaschinerie unterwegs sind und Spaß daran haben und da auch sich immer wieder neu entdecken. Ich glaube halt nur, wenn man für den einen oder anderen, wenn man so ein Ziel erreicht hat, was halt das maximalste Ziel ist, dann ist es halt schwer, wieder sich sein neues Ziel zu holen in diesem Bereich. Es gibt natürlich dann vielleicht wieder, ne, der eine oder andere dann wieder sucht sich dann halt ein ganz neues Feld aus. Das mal ist so der Gedanke, wo ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder andere dann sich etwas Neuem widmen würde, so, ne? Aber Ich glaube, also ich glaub, das ist im Poker ist halt so, du hast halt monetär gesehen halt keine Grenzen, ne? Also Zahlen sind unendlich, deswegen kannst du auch, also geht es quasi immer weiter nach oben, was Geld angeht. Also im Endeffekt kommt es dann, glaube ich, wirklich darauf an, wo verspüre ich jetzt quasi meinen Antrieb, worauf habe ich Bock. Also wenn du dir jetzt anguckst, zum Beispiel Michael Adamo, der crusht halt die letzten Monate alles weg, auch jetzt in Vegas. Und ja, dann müsstest du auch glauben, der muss Infinite Millionen haben, so gefühlt. ja. Aber zockt halt trotzdem weiter, weil es ihm wahrscheinlich einfach Spaß macht. So. Also es kommt einfach sehr stark darauf an, was verspürst du für einen Antrieb, sag ich mal. Aber das ist natürlich dann so die pure Leidenschaft. Ne? Das finde ich dann Genau. schon, ich glaube, das sind die Pokerspieler, wenn die so viel schon erreicht haben und immer noch so aktiv sind und immer noch an sich arbeiten, das zeugt von echter, purer Leidenschaft für das, was sie tun. Und nicht aus reiner, ja. Profitgier ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, aber du weißt, was ich meine. So aus Ja, reinem. nicht nur aus dem monetären Aspekt, sondern einfach aus Ja. vielen anderen unterschiedlichen Gründen, Ja. genau. Also wie gesagt, für den einen können halt 500k Bankroll der Punkt sein, wo man halt sagt, ja, jetzt möchte ich was anderes machen, und der andere genießt es noch immer bei, weiß nicht, 10 Mille oder so. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr typenabhängig, und die Leidenschaft, die muss man verspüren. Wenn die da Ja. ist, dann ist es halt immer weiter, ne? Wenn du so ein wie jetzt die 300, was waren das, 323.000 gewonnen hast im März und dann 51.000 bei der Scoop, dann nochmal 170.000 jetzt vor ein paar Tagen im Venetian, ist dann so, okay, ich kann jetzt das Pokerspiel, jetzt muss ich gar nicht mehr so viel tun, also ein bisschen Hände diskutieren, aber keine Ahnung, verfällt man dann in so eine Art, okay, es läuft jetzt, jetzt muss ich nicht mehr so krass an mir arbeiten oder eher andersrum? Ich glaube, klar, das kann passieren, glaube ich, aber bei mir ist das nicht so der Fall. Wie gesagt, natürlich auch aus dem Grund, wie gesagt, ich hatte zwar sehr gute Caches, sehr gute Scores, aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass das mein Profil ist, sondern der Profil ist deutlich kleiner insgesamt. Aber ja, also bei mir ist es nicht wirklich so der Fall. Und ich glaube, wenn du halt diese Leidenschaft verspürst, dann verfällst du auch nicht in das Muster. Also dann hast du vielleicht so mal ein paar Tage, Wochen danach, wo du ein bisschen antriebsloser bist, wo es dir mal ein bisschen nur besser gehen lässt, wo halt nicht so viel da ist, sage ich mal. Aber bei mir ist das nicht der Fall. Also klar, wie jetzt zum Beispiel den Scoop Victory hatte damals, also Anfang des Jahres, klar hast du dann so, bist halt sehr happy drüber, ist halt so ein kleiner Meilenstein, ne? Wenn du halt so einen Scoop Title holst, ist halt so ein kleiner Traum von jedem Online-Pokerspieler. Aber ja, Ja. paar Tage später oder wenn wir 2, 3 Tage später, war dann schon wieder das Bock da zu grinden, besser zu werden. Also genau, bei mir war das zumindest bis dato nicht der Fall. Okay. Ja, gut, das ist das, was, glaube ich, dann schon schnell passieren kann, dass man sich dann so ein Ja, bisschen auf ausruht. jeden Fall. Auf jeden Fall darf man davon Früchten ausruhen, das kann schon dann recht schnell gehen. Du kommst ja aus dem Fußball, ne? Man hast das ja auch. Also welche Liga hast du gespielt oder spielst du noch? Ich spiele noch. Jetzt ist noch immer eben geht die Meisterschaft voran noch immer in Wien. Bin ich jetzt nicht mehr da. Auch Gauchi und Nemi sind jetzt schon in Kolumbien, die sind dann ein paar Tage hier. Aber ja, ich Okay. spiele mit Gauchi und Nemi in der gleichen Mannschaft. Das ist die vierte österreichische Liga, also eine Liga unter dem Profibereich. Ja. Ist das, genau, ich spiele immer Fußball. Das Problem mit Fußball ist dann eben, dass es sich halt mit den Pokerinteressen, sage ich mal, ein bisschen überschneidet. Also du hast dann quasi die Meisterschaft, wo du halt da sein solltest, aber dann hast du auch eben sehr viele, sage ich mal, Live-Trips, so, die du halt gerne mitnehmen würdest. Deswegen ist da so ein kleiner Konflikt zwischen den beiden Sachen. Und ja, das Optimum, da habe ich da für mich persönlich auch noch nicht gefunden. Ich glaube, Gauchi und Nemi ähnlich. Ja, das ist auch, da muss man auch noch so mal gucken, wie das dann in Zukunft aussieht, in den nächsten Monaten und Jahren. Ob man dann wirklich noch Fußball weiterspielt auf dem Niveau.
ja, oder wie das Leben aussieht. Aber Fußball, also Mario zum Beispiel kommt ja auch aus dem Fußball, Rudi kommt, glaube ich, aus dem Skispringen. Also es sind viele Sportler bei euch auch. Ist das ein wichtiger Aspekt? Also allein dieser sportliche Gedanke, dieses sportliche Ehrgeiz, was auch immer, Ich denke ist schon, das das ist sehr ein. hilfreich. Ja. Also wenn du zum Ja. Sport kommst, diesen Ehrgeiz zu haben, wirklich besser zu sein als dein Gegenüber quasi. Ich glaube, das braucht auch am Pokertisch. Also Pokertisch ist ja nicht nur gemütlich da sitzen und warten, bis du die Nats bekommst, sondern Ja. ist auch einfach so ein Battle. Und diese Competitiveness da zu haben, ist sehr wichtig. Und ich glaube, die haben wir alle, also unsere, die Wayner-Bande, die haben wir, glaube ich, alle aus dem Sport quasi mit sich gebracht quasi. Ja. Das denke ich auf jeden Fall. Ja, was ja auch lustig ist, ist halt so, zumindest jetzt kann ich von euch jetzt sprechen, die ich kenne, und auch ja, so Fedor und all die, das ist alles sehr, sehr smart, aber auch super nette Leute, so, ihr seid alle super, super cool drauf, so, aber wenn es am Pokertisch ist, dann ist Killerinstinkt auch da, ne? Das ist Ja, safe. halt, glaube ich, Also sehr, sehr da, wichtig. Poker ist dann ja, was anderes. Also Poker willst du dann eben gewinnen, da willst du dann eben mit deinem Gegenüber outplayen. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Also das darf man nicht vermischen. Also wie gesagt, am Pokertisch willst du halt gewinnen und dann was abseits ist, das ist dann wieder was ganz anderes, sag ich mal. Ja. Genau. Ja, ganz kurz, mein Laptop, der lädt hier nicht. Alles gut, kein Okay, Problem. jetzt geht's ganz wieder so. Läuft. Nee, also auf jeden Fall ja. So würde ich das sagen. Und wie ist das jetzt vor Ort nochmal? Ich habe dem Mario die Frage auch gestellt, aber ich glaube auch viele, die jetzt gerade zusehen, interessiert es auch. Zu Pandemiezeiten, WSOP, Las Vegas, wie fühlt sich da an? Ist das ein bisschen anders, weniger los, mehr los? Keine Ahnung, also alles wie sonst. Für mich ist es halt die erste WSOP, die ich spiele, deswegen kann ich es aus Erfahrung nicht sagen, was davor war. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass noch immer sehr, sehr viele Leute hier sind. Und ich würde schätzen, dass es nicht großartig anders ist wie davor. Also, man war es jetzt eben so, die Leute haben nicht die Möglichkeit, jetzt monatelang Live-Poker zu spielen. Deswegen ja, haben sie, sag ich mal, alle darauf gewartet, bis sie mal wieder ins Casino können, eine WSOP zocken. Deswegen ist der Andrang jetzt einfach auch sehr, sehr hoch. Und ja, ich glaube, es ist quasi, die Zahlen sind, sage ich mal, wie davor. Zum Beispiel, dass du in den Casinos hast du halt eine Maskenpflicht. Bei der WSOP hast du halt das Schöne, dass du halt am Pokertisch, sag ich mal, die Maske abnehmen kannst. Und ja, so sehen die Regelungen aus. Also in den anderen Casinos hast du halt ganz normal Maskenpflicht die ganze Zeit. Ja, wo du im März da warst, da war es noch richtig, da hattet ihr so richtige Plexiglasscheiben und das war ganz anders, ne? Genau, also da wirklich, da hattest du zwischen, in jedem Casino hattest du zwischen jedem Sitzplatz eine Plexiglasscheibe. Wenn der gebastelt ist, ist vor der Floorman gekommen, hat das gereinigt, geputzt. Also Hau ja, ab, das war geh dann schon sehr, weiter. das war dann schon ja, sehr hygienisch und ist noch immer, also wenn man noch immer sind, ist das recht vorsichtig. Aber klar, es sind halt viele Leute jetzt schon geimpft, deswegen kann man da vielleicht auch ein bisschen lockerer sein und so ist es, glaube ich, passt das auch sehr gut. Und du musst geimpft sein. Und Also wenn du die WSOP spielen möchtest, dann musst du geimpft sein. ja, genau, das ist ja die Pflicht. Wie sieht's aus bei Deep Runs? Also jetzt zum Beispiel gestern, wo Fabson im Venetian war, am FT sitzt, kommt die Ray dann, okay, der sitzt da, dann fahrt ihr alle rüber oder wie stellt man sich das vor? Also bei uns war es so, wie Fabi dann eben den Day 2 hatte, wo es dann noch nicht Final, also Final Table war, aber halt schon sehr deep, so bei 30, 20 Left, war dann auch Mario noch dabei, der ist dann leider als, glaube ich, 21. ausgeschieden. Haben wir gerade nebenbei, glaube ich, in Rio das 2,5K gezockt, also da konnte man quasi jetzt nicht hinkommen und railen. Gestern dann eben der Final Table um 11 in der Früh. Da war dann eben der Plan, dass wir hinkommen. Ich hatte von meinen, also um 11 Uhr Ortszeit hat der Final Table begonnen. Und ich habe mir so um 11:05 Uhr mein Uber bestellt hier, ins Venetian, dass ich halt Fabi Brain komme. Und dann ist halt eben 2 Minuten bevor mein Uber hier war, dann leider gebastelt. Und dann habe ich ihn halt einfach quasi meinen Uber umgeleitet ins Rio. Und ich dann in das 1K Double Stack, was gestern war und heute auch noch ist, habe das gerackt. Ja, so war das. Aber ja, auf jeden Fall. Also wenn die Möglichkeit besteht, dann sind wir alle an der Rail. Und das war auch bei Ja. mir so. Also da war ich auch sehr, sehr dankbar dafür, für die Experience und einfach wunderschön, wenn du da eben da sitzt am Final Table. Bei Final Table war es bei mir, bei Final 2 Table war es bei mir schon so, dass dann eben Mario, Roli, also alle gekommen sind, Leo.
Fabi und haben einfach gewählt. Und dann, ja, dann sitzt du dann beim Fable, wenn du einen Pot siehst, freuen sie dich an, schreien Martini und so. Das ist halt schon eine sehr, sehr coole Experience einfach. Und ja, also das war vor allem bei mir das, was einfach überwogen hat, die ersten mal zwei, drei Tage so. Die Experience, allein diesen Deeper zu haben, erfolgreich gewesen zu sein, dass die Jungs da waren. Und das Monetäre ist dann quasi erst ein paar Tage später gekommen, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich war das ja ganz viel Geld, sag ich mal. Deswegen. Wie sieht es jetzt heute aus und in den nächsten Tagen? Was steht bei dir an? Jetzt werde ich wahrscheinlich ins Rio fahren, so in einer halben Stunde, Stunde. Nochmal eine Bullet feiern oder zwei in ein Kartoffelsteak, was heute ist. Da haben gestern Fabi, Mario Roli und auch Fettino, also Raffi, einen Tattoo gemacht. Ich werde versuchen, das denen heute gleich zu machen. Und ja, so sieht das, so sieht der heutige Plan aus. Ja, gut, Luck. Hol dir den Tattoo. Ich versuche, wie sieht es bei dir aus? Was machst du so? Grindest du viel? Hast du irgendwelche Pläne bezüglich Live-Poker? Wie sieht es bei dir aus? Bei mir jetzt? Ja. Ja, also ich komme ja auch nach Las Vegas am 8. November. Mhm. Ja, und schau halt jetzt, also erstmal da in die Richtung, ne? Also jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall auch nochmal grinden, online grinden, ich fahre vielleicht noch zu einem Live-Event nach Tschechien und dann cool. Ein bisschen darauf vorbereiten. Ich fahre jetzt in Liechtenstein mit dem Topsen und dem Tom. Mit Tom komme ich auch nach Vegas und freuen uns auf euch. Also ich hoffe, dass wir auch mal irgendwie ein bisschen was unternehmen können. Also genau, stimmt. Kommt man überhaupt zu was? Kann man überhaupt was unternehmen in der Zeit oder ist man nur im Pokern? Habt ihr irgendwie Freizeitmöglichkeiten? Keine Ahnung. Wie sieht's aus? Komm stark drauf an. Du findest immer irgendwas, was du machen kannst. Bei uns ist es halt so, dass wir halt sehr, sehr viel spielen. Jetzt vor ein paar Tagen, vor drei Tagen oder so, haben wir uns, das waren Mario, Leo, Fabs und ich, zu viert, haben wir uns so zwei Sportwagen gemietet. Und ja, habe ich gesehen in der Insta, sah geil aus. Ja, war unfassbar schön. Dann sind wir gefahren zum Red Rock Canyon, das war so 20 bis 30 Autominuten weg vom Strip. Und da hat es quasi so eine, also wie gesagt, der Red Rock Canyon, das ist halt so eine Steine, so eine Gebirgskette, sag ich mal, oder ganz viele Steine, ganz viele Rocks. Und da hat es halt so eine Straße gegeben, die da entlang geführt hat. Eine One-Way-Straße, und das war wunderschön, da sind wir schön entlang gedüst mit den Autos. Immer Fahrerwechsel gemacht, dann ist der gefahren, einmal der. Und ja, war einfach richtig cool, wenn du schön den Fahrtwind spürst. Ja, ein wunderschönes Panorama vor dir hast. Das gibt schon sehr, sehr viel her. Ja, ist, glaube ich, auch wichtig, solche Sachen zu machen, wenn ihr da jetzt 6 Wochen oder 4 Wochen, wie lange auch der Einzelne auch bleibt, jeden Tag grindet, dann muss das, sonst wird's ja verrückt. Ja, auf jeden Fall. Also Day-Offs brauchst du auf jeden Fall. Also das heißt, egal, ob du das wirklich was unternimmst oder einfach nur zu Hause schön entspannst. Am Pool liegst oder so, aber ja, Day-Offs sind schon wichtig. Sonst kannst du schon schnell ans Ende deiner Kräfte kommen, sag ich mal. Ja, Martinho, wir drücken dir die Daumen, also hier aus der Ferne und bald auch vor Ort. So, ich freue mich, wenn ich auch mal railen darf oder gerailt werde. Auf jeden Fall stehe ich an deiner Rail, wenn wir wissen, dass einer von euch im Haus gerade am Uhr sitzt. Ich habe schon mal Raffi gesehen. Der war schon am Updaten bei PokerCult auf dem Insta-Kanal, wer jetzt irgendwo deep läuft. Ist immer ganz geil zu sehen, weil man bekommt das natürlich nicht immer mit. Und umso geiler ist es, wenn man dann doch jetzt welche da hat, die ein bisschen Berichterstattung machen. Voll. Ja, ich freue mich auch, wenn du dann da bist, kommst du mal dann schön vorbei bei uns. Dann machen wir uns einen schönen Abend, alle zusammen mit den Jungs vom Spielteam. Und ja, ja Mann. Bescheid, wenn du hier bist, machen wir es uns wichtig. Mach ich, auf jeden Fall. Dann grüßen wir die Jungs alle und ich freue mich auf euch. Ich werde dich vielleicht auch nochmal, wenn du Bock hast und wenn ich dich nerven darf, mal zwischendurch nochmal interviewen, weil das ein oder andere Interview ist ja geplant für PokerCode und auch für meinen Kanal. Also da bin ich quasi der rasende Reporter ein bisschen hier und da. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall kannst du dich ganz nicht immer anschreiben. Immer sehr, sehr gerne. Martini, hast du mit deinen 22 Jahren nach dem Herr noch was gearbeitet oder direkt zum Pokertraum übergegangen? Man kann sagen, gleich zum Pokertraum übergegangen. Also wie gesagt, ich habe immer Fußball gespielt. Ich habe auch studiert. Bin auch immer offiziell Student an der Wiener Wirtschaftsuniversität. Aber ja, da eben seit ein bisschen über einem Jahr sehr, sehr wenig viel gemacht, um es schön auszudrücken. Ich bin mehr oder weniger
Mehr oder weniger bin ich dann recht schnell zu meinem Pokertraum übergegangen, kann man so sagen, ja. So war das bei mir. Alles auf eine Karte gesetzt, sagen wir so. Klassischer BWL-Student sagt, wie Ja. trickst So ist es. Ja. Und ich glaube, Fedor ist noch nicht vor Ort, aber die Frage steht hier noch. Weißt du, ob du da mehr weißt? Fedor ist, weil ich das nicht vor Ort nehme. Ich weiß auch nicht, ob er Ja. kommt. Kann sein, muss nicht sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weiß ich Ja. nicht. Aber ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, er kommt nicht, was ich weiß. Okay. Ja, Ja. aber Maschinen sind ja da, ne? Also ihr macht das schon und wir sehen uns in ein paar Tagen. Wir zocken dabei, wir grinden dabei den Igel rein hier. Ja, genau. Ja, sehr cool. Alles klar, du. Dann Alles klar, Hansi. vielen, vielen Dank, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast in der jetzt doch recht straffen Zeitplanung, die du noch hast vor Sehr, sehr Jas. gerne. Immer wieder gerne. Ja. Mach's gut, mein Lieber. Gut, Bis Hansi. Mach's dahin. gut. Hau rein, Tschüss. ne? Tschüss und Ciao, alles. ciao. Ciao.